Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Muni, wenn man neu ist, eine neue Folge StarCraft 2 in der neuen Season gegen einen Zerg-Spieler. 1 gegen 1 auf Traumfängerallee. Es ist noch keine, leider noch keine neue Map. Die kennen wir von der letzten Season und ja, das ist halt mein Einspielspiel. Wir spielen gegen Zerg. Na, mal sehen, wie das wird. Ich fange ja gleich mit Dingspiel-Spiel an, obwohl ich mich noch nicht eingespielt habe. Aber ich werde schon hinkriegen. Also, Ranglistenspiel. Auch wenn wir es verlieren, ist es scheißegal. Hauptsache Spaß. Spaß, sag ich euch. Spaß. Spaß ist das Wichtigste, was du haben kannst bei StarCraft. Oder was du haben musst oder solltest. Ich habe die Echse verpasst unten, aber ist nicht schlimm. Solange er noch keinen Pool hat, ist alles perfekto. So, wir gehen auf 20er und werden dann die Echse setzen. Jetzt unsere Echse. Machen einen kurzen Drohnen-Cut. Damit wir Kern bauen können. Und jetzt müsste ich langsam schon mal in den Pool gesetzt haben. Pool ist jetzt fertig. Keine dritte ist ganz schlecht. Keine dritte. Das ist die Frage, kommen jetzt Drohnen? Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ah, gut. Pylonen vergessen. Eigentlich alles vergessen. Und ich denke, das wird ein All-In. Ich glaube, ich habe es gerade ein bisschen selbst versemmelt, aber egal. Dann brauchen wir den auf jeden Fall nicht. So, jetzt müssen wir gucken, ob man den dritten hat. Da kommen wir auf jeden Fall ein paar länger. Na, dritter hat, das ist gut. Da können wir ein bisschen entspannen. Wir gehen direkt auf den Robo. Ich brauche den hier oben. Die Erstgeborenen werden auch siegen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin das. Das ist ein Overlord mit Overlord Speed. Was ist euer Begehr, Heraku? Forschung abgeschlossen. Oh, ich bin sogar noch erwischt. Sehr schön. Unser ruhmreicher Kampf hat begonnen. So soll es geschehen. So, kriegen wir ein paar Worker. Vorwärts. Niemand kann es auf. Führt
Endes. Ehre den Dalai Lama. Ich bin noch nicht ganz so drinne. Ah, oh, Pylon, vergessen. Die Erstgeborenen werden auch siegen. Unser Denken. Eigentlich will ich den bauen, ich hab schon gebaut, sehr schön. Wir dienen mit Stoff. Ich bin die Stimme. Ajur. Wird erneut. Was wünscht ihr? Für den Ruhm. So. Ganz schön viele Linge. Ehre den Dalai Lama. Forschung abgeschlossen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So, ich muss mir mal mein Bild erarbeiten. Also ich muss auf jeden Fall mein Bild nochmal angucken. Der ist noch von Arsch. Ich komme auch noch nicht klar mit allgemein bauen gerade. Nicht vergessen. Wir machen auf jeden Fall dann die Echse da. Hm. Hat er doch viele Dinge gebraucht, der Typ. So, ich brauche auf jeden Fall das hier noch. Ich weiß nicht, was der Zwerg macht. Das ist ganz schlecht eigentlich. Okay. Eingegraben, ne? Rüber. Ich brauche auf jeden Fall einen Observer. Genau deswegen. Ich habe keinen Observer. Scheiße. Doch, ich habe einen Observer.
Na? Ach, ohne auf Server, das ist echt mies. Ja, das haben wir schon verloren. Ach, Mann. Ja, keine Chance, GG. Das war doof. Das war richtig schlecht. Absolut schlecht. Aber egal. Wir starten auf jeden Fall in Dia 3. Hätten wir gewonnen, wären wir wieder Dia 2 gewesen. Aber egal, wir wollen es ja eh hochspielen. Das ist okay. War ein ganz schön mieses Spiel. Ich muss mir auf jeden Fall meine Bilder nochmal richtig angucken. So gut war der Zerg nicht. Sonst hätten wir eigentlich gewinnen müssen. Aber ich sage, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschö, tschö, euer Mutti Bär. Tada! So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Multibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Multibär. Tschö, tschö.